Sehr geehrte Damen und Herren, ich lade Sie zu einer neuerlichen Reise im Rahmen des Formates Inside World Spirits ein. Ihr Reisebegleiter ist Wolfram Ortner. Unsere Reise führt in die Steiermark und nach Kärnten. Und die Endpunkte sind der Stubenbergsee, wo Herr Alfred Dunst zu Hause ist, und Klagenfurt, wo Valentin Latschen seine Brennerei betreibt. Ich begrüße euch heute beide sehr herzlich bei uns am Set. Alfred, du bist ja nicht nur körperlich ein großer Brenner, du hast ja auch eine große Brennerei, was das ganze Sortiment angeht. Du wohnst in einer begnadeten Obstgegend. Erzähl uns bitte ein bisschen über deine Brennerei. Ja, einmal danke für die Einladung als erstes. Also ich freue mich immer wieder hier zu sein. Und wir sind natürlich aus der schönsten Obstregion Österreichs, also der größten zumindest. Schöne gibt es ja sehr viele. Wir betreiben dort ungefähr einen Obstbaubetrieb mit 44 Hektar. Das sind nicht nur Obst, sondern auch Wälder, wo wir eben wirklich alles, was wir dort finden, uns praktisch auch ansetzen und verarbeiten. Die Brennerei ist inmitten dieser Gärten und wir lassen uns eben von der Natur, die uns umgibt, inspirieren. Beste Voraussetzungen, um beste Produkte zu produzieren. Du machst ja unterschiedliche Qualitätsstufen. Du brennst ja von Gersten über Liköre, ich weiß nicht, sogar Whisky, glaube ich. Was machst du eigentlich alles? Also wir sind wirklich sehr vielfältig, aber das liegt tatsächlich an dem, was uns umgibt. Und wir werden wirklich immer wieder inspiriert von dem. Und das ist wie ein ständiger Kreativprozess eigentlich. Und wir machen wirklich vom Edelbrennen angefangen, über Liköre, Bitterliköre, Sahneliköre, bis hin zum klassischen Schnaps, wie ihn mein Vater noch gemacht hat, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass Schnaps so was typisch Österreichisches ist, dass er seinen Stellenwert haben soll. Und bis hin zu Whisky, Wodka, bis zu Gin natürlich, oder ganz neu, wie gesagt, ist unser Styrosanis. Das ist einmal ein Versuch, ein reines Anis-Destillat so mit steirisch-griechischen Zutaten herzustellen. Das schaut ungefähr so aus wie ein Steirer mit Schnurrbart, aber du hast ja gerade angesprochen Whisky. Machen wir gleich die Überleitung zum Valentin Latschen. Du hast als reinrassiger Fruchtbrenner angefangen und der Welt ist inzwischen auch sehr vielfältig geworden. Du machst ja auch genauso Whisky. Was produzierst du jetzt eigentlich in der Schleppekurve auf gut Deutsch? Ja, ich bin jetzt mittlerweile seit 19 Jahren als Obstbauer Gastwirt aus Unterkärnten in das herrliche Areal der Schleppebauer übersiedelt. Gelernt habe ich in der Steiermark sehr viel, aber vor allem auch in Kärnten durch Ingenieur Herbert Gartner. Und das Wichtigste, was ich gelernt habe im Rahmen der Ausbildung zum Obstbau, ja zum Weinbaumeister, war es ganz einfaches. Die Qualität wächst im Garten, das Weniger ist mehr. Man kann nur aus was Gutes machen. Das war mein Ziel, mein Start. Und so habe ich angefangen, mich natürlich mit Obstbränden zu beschäftigen. Und das Motto war einfach, das Sehen der Region, unserer herrlichen Region, die wir in Kärnten haben. Und vor allem auch dieser alte Streuobstbau, der Landschaftsobstbau, Mostäpfel, Mostbirnen. In diesen Bäumen die Jahreszeiten zu sehen, im Winter die Bäume traureif, schneebedeckt, die Blüte wie ein riesen Blumenstrauß, das sollte grün im Sommer, Herbst, Ernte. Das, was uns die Natur mit den Ecken und Kanten des jeweiligen Jahres schenkt, dann ganz bewusst zu einem tollen Schnaps zu führen, mit den Ecken und Kanten des Jahres, aber mit den Ecken und Kanten des Menschen. Und unterstrich zu sagen, so mit diesen vier Jahreszeiten erzeuge ich über die Veredelung die fünfte Jahreszeit, und das ist die Jahreszeit des Genusses. Das war nicht nur plastisch, sondern auch sehr fantasievoll. Aber Valentin, ich meine, unbestritten, du bist einer der Wegbereiter der hochwertigen Schnapskultur, nicht nur in Kärnten, sondern auch in Österreich. Aber unser heutiges Thema sind nicht die hochwertigen Destillate mehr oder weniger, sondern das heutige Thema ist das, was uns beide auf der steirischen und auf der Kärntner Seite verbindet. Das sind die sogenannten Zirben. Und wir beschäftigen uns heute mit der Zirbe. Und da werden wir die Demonstration von dir jetzt einmal anschauen. Ich werde zuschauen, weil ich möchte meine Hände nicht dreckig machen. Aber wenn es dann um das gemeinsame Verkosten geht, bin ich wieder dabei. So, heute habe ich das besondere Glück, dass ich der Jüngste bin und die Zirben schneiden darf. In dem Sinn starten wir den ersten Schnitt. Wichtig ist,
man sollte, die sind nicht ganz einfach zu schneiden, aber man sollte die ganzen Scheiben ungefähr 5 mm stark runterschneiden. Wir haben natürlich zu Hause eine eigene Maschine schon gebaut für diese wirklich schwierige Arbeit. Man sieht. Aber das ist natürlich im Haushalt, wenn man einen eigenen Zirbenschnaps nachmachen will, nicht so einfach. So, die sind heute aus einer Seehöhe von 800 Meter geerntet worden. Das ist eigentlich für die Zirbe keine besondere Höhe, also die richtig guten Zirben wachsen eigentlich erst so ungefähr bei ab 1800 Meter und drüber. Also es sind ja schon Bäume gefunden worden an der oder über der Waldgrenze, also bis 2850 Meter. Entschuldigung, da muss ich dazwischen fragen, werden die nicht weicher? Sind die immer so hart? In Wirklichkeit weicher. Das ist, die sind noch zu früh im heutigen Jahr, ja. Also das ist heute nur zum Demonstrieren. Die sind auch, in Wirklichkeit schauen sie dann genau so aus wie die. Ah ja. Das heißt, sie sind wirklich schön rot, weich. Aber zum Demonstrieren sind die natürlich auch gut genug und schmecken auch gut. Ah ja. So ist es nicht. So, wie soll ich sagen? Wenn es ums Schmecken geht, schmecken eigentlich die Harten besser als die Weichen oder ist egal? Ja, die Weichen. Die Weichen schmecken also besser? Also das muss man wirklich tatsächlich vorher erwischen, bevor das Ganze hart wird. Okay. Und dass die Bauern, die wirklich da in dem Bereich Zirbenzapfen ernten, sind da wirklich absolute Profis, was das betrifft. Die bringen es auch im richtigen Zustand. Sehr gerne Berufszweig. Zirbenzapfen. Ist für viele Zirka. Sicher eine sehr gute Einnahmequelle. Alfred, ich meine, das sind jetzt im Grunde genommen die Basics, die du uns erklärt hast, aber generell, wenn man es produziert, wie differenziert man das? Es gibt Liköre, es gibt Geiste, es gibt Zirbenschnaps. Erzähl uns drüber bitte. Da gibt es eine ganz klare gesetzliche Regelung in Österreich. Also der Zirbenschnaps ist für Österreich ganz klar im Kodex B23 geregelt, wo auch genau die Grundregeln beschrieben sind. Und das, was hier gemacht wird, ist im Prinzip ein Zirbenschnaps. Das heißt, der färbt sich jetzt da drinnen, da kann man noch den könnte man noch süßen, laut Gesetz, mit Zucker, mit Honig oder dann ist es ein Zirbenschnaps. Der muss 25% Alkohol mindestens haben. Ja. Und die Art und Weise, wie diese Schnäpse eben hergestellt wird, ist sehr, sehr variabel und verschieden in ganz Österreich. Also in Tirol ist wieder geht man ganz andere Dinge rein. Der Geist ist der große, die zweite Part dazu, das ist der klare Zirbenschnaps. Ja. Da wird praktisch dieser Ansatz, den wir hier sehen, nachdem er eine Zeit lang gestanden ist, wird einmal destilliert. Dadurch wieder klar und davor und Nachlaufabscheidung wird nur das Herzstück entnommen und das ist dann der Zirbengeist vom gesetzlichen her. Der Likör wiederum, daher habe ich die Möglichkeit, wieder zum Beispiel mit Fruchtsäften zu süßen. Das ist wieder ganz ein anderer Bereich, aber der ist gesetzlich auch ganz eigens geregelt. Da gibt es Bitterliköre, die Zirbe fällt in den Bereich hinein. Also die drei Bereiche gibt es eigentlich im Wesentlichen. Aber du produzierst ja zum Beispiel auch ein Zirbeholz. Wie kommst du auf die Idee, ein Zirbeholz zu machen? Ja, das ist so, dass wir wollten einfach eine kräftige Variante zum klassischen Zirbenschnaps haben. Und der hat auch 40% Alkohol. Und diese Holzfasslagerung, da sind vier verschiedene Destillate drinnen. Und der Zirbengeist, der auch drinnen ist, der ist im Holzfass gelagert, bringt diese Holznote mit hinein. Das ist einfach eine ganz besondere Harmonie, die da drinnen entstanden ist. Was mir persönlich aufgefallen ist, die Zirbe von den Holztönen her hat natürlich mit der Zirbe, dem Holz, sehr, sehr viele Schnittpunkte, dass einfach das Holz und die Zirbe sich vereinen und eigentlich das relativ schwierig ist zu differenzieren, welches Aroma kommt von welchem Aroma. Aber du hast ja auch schon angesprochen, Apfelbasis. Valentin Latschen, auch ein Könner, bei den ganzen Produkten, die er macht, hat ein komplett eigenes Konzept für die Zirbe, was mir persönlich sehr, sehr gut schmeckt, weil es ein sehr, sehr gut elegantes Produkt ist. Wie machst du das? Ja, mein Weg ist eben ein bisschen anders, weil ich von meinen Grundsätzen her das, was von unserer Haustür wächst, vom ersten bis zum letzten Schritt, ich umsetzen möchte. Und ich habe als Basis eben den Apfelbrand genommen, Äpfel aus dem Laufental,
Postkop-Bonapfel, Kronprinz Rudolf, also alles alte Sorten. Die Zirben, die kommen von der Durach über die Familie Bertel. Die Zirben werden aufgeschnitten, wie wir sie jetzt ja administriert haben. Und dann kommen sie bei mir für ca. 8 Tage auf einen Apfelbrand mit ca. 70-75 Volumenprozent, liegt ca. eine Woche drauf, wird abgeseit und das Ganze wird noch einmal doppelt gebrennt. Das heißt, der erste Schritt ist schon doppelt gebrannter Apfelbrand und dann noch einmal mit der Zirbe noch einmal doppelt gebrannt. Und bei mir gibt es eben im ganzen Betrieb nie etwas mit Zucker, mit Fremdalkohol, ich will keine Liköre machen. Ist halt einfach meine Einstellung. Ich akzeptiere alles andere, alles große Geschichten. Nur ich habe gesagt, so, nur das, was von unserem Haus dir wächst, in unseren Regionen, das will ich auch genauso ins Glasl bringen. Und so ist auch dieser Zirbenbrand entstanden. Also es steht drauf, Zirbe angesetzt, mazeriert über Apfelbrand, nochmal destilliert. Also Geist, was ist die richtige Bezeichnung? Ich weiß es eigentlich selber nicht, ich habe es einfach so gemacht. Patrick, du bist ja sehr vielseitig. Du bist Schnapsbrenner, aber eigentlich ist ja dein Hauptjob Landschaftsarchitekt, oder? Das ist richtig, ja. Ich bin Geschäftsführer von einer Firma in Zürich und Berlin. Und das füllt mich schon sehr aus. Ich habe gehört, du hast ja beim Wiener Hauptbahnhof die ganze Außengestaltung gemacht. Du machst verschiedene Parks. Und ich glaube, wenn du eine Form von Unkraut brauchst, dann greifst du wahrscheinlich auf die Minze zu, weil die wächst ja überall, oder? Die wächst überall und sie wächst vor allem sehr, sehr intensiv. Also wenn ich die im Garten habe, die bildet ihre Ausläufer und kann auch schnell etwas anderes verdrängen. Aber es gibt ja die unterschiedlichsten Typen von einer Minze. Ob das jetzt eine Orangenminze ist oder Schokolademinze. Was ist eigentlich der Unterschied? Ist Minze nicht Minze? Nein, Minze ist nicht Minze. Es gibt natürlich einheimische Minzen, die wachsen hier natürlich, die sind da heimisch. Dann gibt es Züchtungen, das ist eine Pfefferminze. Pfefferminze ist eine Züchtung von grüner Minze und Wasserminze. Pfefferminze kennt man vor allem in Großbritannien, das Land der Pfefferminze sozusagen. Und das ist eine Kreuzung von zwei Arten. Es gibt hunderte Arten Pfefferminzen und viele sind bei uns heimisch und können hier auch gezüchtet. Was ist eigentlich der Inhaltsstoff von der Minze? Ja, es sind verschiedene. Man kennt natürlich Menthol, kennt man. Die Inhaltsstoffe in der Kombination sind entzündungshemmend. Sie können auch bei Erkältung lindern. Ist ja auch kühlend, oder? Sag mal, Minze, Menthol. Genau, das ist dann das Menthol. Menthol ist kühlend und entzündungshemmend. Ja. Wenn du jetzt ein Crossover machen würdest zu Spiritosen bzw. zur Küche, was würdest du empfehlen? Ich habe jetzt hier in den Bergen bei euch eine Assoziation natürlich zu Zirbe. Zirbe hat auch etwas diese mentholhaltigen Komponenten, hat aber auch sehr stark holzige Komponenten und ich kann mir da eine Kombination sehr gut vorstellen, dass das kräftige Essen von einer Jause mit einem Zirbenschnaps und einem Quark mit Minze das Feine, das Mentholhaltige dazu gibt. Die Jause haben wir ja gerade gehabt, jetzt würde nur mal die Zirbe fehlen, aber wir müssen leider weitermachen. Was würdest du in der Küche eventuell noch empfehlen, wofür man die Minze verwenden kann? Ja, Minze können wir mit Obstsalat kombiniert, mit verschiedenen Fleischsorten auch kombiniert, vor allem aus den östlichen Gefilden, wo das in der Küche sehr heimisch ist. Und für unsere berühmte Kräuterampel, wo würdest du die Minze einsetzen? Kann ich überall einsetzen. Ich kann sie im Gin einsetzen, ich kann sie in Absinth einsetzen, ich kann es als Elixier nutzen oder zur Aromagebung in Bittern. Beim Absinth ist natürlich auch die Farbe wichtig, die grüne Fee. Ja. Ein Teil kommt aus der Minze, aus dem Chlorophyll der Minze. Ja, dann würde ich sagen, haben wir wieder viel dazugelernt. Warten wir auf unsere nächste Folge. Danke, dass du wieder da warst. Danke. So, jetzt werden wir die Sachen einmal probieren. Als erstes den Valentin, seine Komposition. Ich habe sie wohl schon einmal probiert, war sehr begeistert davon. Aber ich glaube, am einfachsten ist, wenn uns der Meister himself
einmal erklärt, wie das Produkt riecht und schmeckt. Für mich ist das einfach schön. Ich habe im Hintergrund noch immer diese Fruchtigkeit von so einem Apfel und habe die dezente Zirbennote dabei. Für mich eigentlich eine wunderschöne Harmonie. Ich finde einfach, dass das, was bei uns in Kärnten von den Äpfeln wächst, auch mit den Zirben, die auf der Höhe oben wächst, einfach wunderschön harmonieren kann. Und für mich brauche ich einfach nichts dazu. Ich brauche doch keinen Zucker, ich will nichts anderes machen. Für mich ist das Ecken, Kanten. Diese beiden Komponenten gehen aus Symbiose ein und mir macht das einfach Spaß. Schauen wir, ob es im Mund auch Spaß macht. Schön. Sehr schön. Kann man nichts sagen, Valentin. Ja, so wie ich jetzt seit 2-3 Jahren und ich sowas wollte eigentlich nie machen, aber klar, beide Teile wachsen bei uns in Kärnten, warum nicht irgendwann einmal so auch zu spielen anfangen. Aber eben wie immer, nichts dazu, immer das Produkt Apfel oder Mostbirne, was ein wichtiger Punkt für mich in Kärnten ist. Wie kann man das mit Produkten, die auch bei uns wachsen, in unserer Region kombinieren? Mit der Mostbirne kriegst du natürlich viel Frische rein. Ja, das ist wieder ein anderer Charakter. Aber für mich war irgendwo dieses Schöne, also ich sage, ich habe den Apfel, der so eine Fruchtigkeit, was Feines bringt, was Rassiges bringt und dann mit dieser Zirbe dazu, ist für mich eigentlich, ich habe sie vorher nicht gewusst, wie sie das entwickelt, aber für mich persönlich eine sehr, sehr schöne Harmonie, die sich daraus ergeben hat können. Perfekt. Valentin, schenkst du uns mal bitte ein Alfred-Produkt ein, dass wir das auch verkosten können. Da haben wir jetzt die Zirbe Holz vom Alfred. Der Familie Dunst. Ich werde er uns dann beschreiben. Geschehen. Wie viel Alk haben wir da? Da haben wir 40%. 40%. Deiner wird da schon 40. 43. 43. Ja. Beschreiben wir nochmal bitte vom Duft. Ja, vom Duft. Das ist ein sehr frisch, holzig schon in der Nase, schön zierwig und viele Holzspielereien schon in der Nase. Und etwas zarte Frucht von der Zirbe drinnen, also so saftig. Wie und vor allem schon auch kräftig in der Nase. Sehr präsent. Wie sitzt es im Geschmack? Im Geschmack ist vor allem, sind diese Holzspielereien so interessant drinnen. Das ist dieses, wie du gesagt hast, die Zirbe von Haus aus bringt holzharzige und auch Bittertöne mit. Und diese Eiche, die da drinnen ist, ist so schön eingebunden, dass man vermutet, das gehört 1:1 dazu. Kräftig ist ja. Ist ja auch sehr kräftig, ganz kräftige bewusst. Präsentation. Wir haben auch eine leichte Zirben-Schnaps-Variante im Programm. Und das soll eben der kräftige sein für wirklich Leute, die das schätzen, etwas kräftiger. Und vor allem ist bei denen interessant, Geschmack, warte mal, kosten müssen wir. Das ist einfach diese Variante, wenn man Zirbenschnaps in Europa sieht, ist Österreich dafür bekannt für diesen Schnaps. Und das ist diese Variante, die in Europa gefragt ist. Das ist die Variante, die die Kunden erwarten von Österreich. Zirbe erlebt einen Hype. In allen Bereichen. Ne? Ich habe aber jetzt eine andere Frage noch an dich. Wir haben pro Sendung haben wir immer mehr oder weniger technisch fachliche Frage. Und ich hätte jetzt eigentlich gern von dir gewusst, nachdem du mit ätherischen Ölen in einer Tour zu tun hast, was, damit es der Zuseher versteht, sind eigentlich ätherische Öle? Wo kommen sie vor? Ätherische Öle sind vor allem auch in der Zierde in wirklich im großen Maß vorhanden, ja. Und sind ja wirklich für unsere nicht nur im Schnaps besonders, sondern auch im Saft für die Gesundheit besonders. Der Zirbe selbst wird ja generell ein sehr großes Gesundheits- oder Potenzial nachgesagt. Es ist sehr erholsam und sehr beruhigend und soll gut fürs Atemsystem sein und so weiter. Also das ist schon wieder ganz eine besondere Frucht und da spielen eben diese ätherischen Öle eine ganz besondere Rolle. Die ätherischen Öle findet man ja in anderen Früchten genauso, ja, zum Beispiel in Zitrusfrüchten oder zum Beispiel, was eigentlich ein Geheimtipp ist, wenn jemand Probleme hat, weil es ihm schlecht geht, zum Beispiel, wenn jemand eine Weinhefe destilliert, die Hefeöle. Das heißt, wenn jemand einen verstimmten Morgen hat, sind Hefeöle sehr, sehr gut. Das heißt, Öle, Anis. Ätherische Öle, Anis, das ganze Anethol natürlich genauso, ätherische Öle haben einen besonders hohen gesundheitsfördernden, muss man sagen, Stellenwert.
Aber meine Herren, ich danke euch beide, dass ihr die Reise zu uns gemacht habt. Ich glaube, dass es recht spannend war, verschiedene Zugänge zur Produktion einer Zirbe zu sehen. Entscheidend tut wie immer auf der Welt der Konsument, was ihm besser schmeckt und was ihm weniger gut schmeckt. Ich hoffe nur eines, dass unseren Zuschauern diese Sendung wieder richtig geschmeckt hat. Und ich freue mich schon jetzt auf ein Wiedersehen bei der nächsten Sendung. Na zdrowie, Gesundheit. Prost. Gesundheit. Gesundheit. Gesundheit.